Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Ihr seht und habt am Titel gesehen, es geht heute um den Switchboard Vacuum Robot, also Saugroboter, und zwar der K10 Plus Pro. Ja, ihr habt richtig gehört, K10 Plus Pro. Und was kann der K10? Ich denke mal, das ist einfach nur eine Verbesserung von dem K10. Der K10, ja, der hat auch so seine Berechtigung. Es ist ein sehr kleiner Roboter, der gut in die Ecken kann. Ich habe ja letztes Mal den Switchboard S10 gezeigt. Der ist vom Umfang oder vom Durchmesser ist der viel größer. Der hat halt auch ein bisschen so die Schwierigkeiten, wie das so ist, immer mit der Eckenreinigung, weil er ja keine ausfahrbare Seitenbürste hat. Er ist halt kleiner, er kann sich besser auf der Stelle drehen. Und ja, schauen wir einfach mal nach, was da drin ist. Und bevor einer meckert, Switchboard hat das Video nicht gesponsert, aber den Inhalt zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie haben mir das zugeschickt und Links dazu in der Videobeschreibung. Und wenn du darüber bestellst, bekomme ich eine kleine Provision. Du unterstützt den Kanal. Dafür bekommst du halt auch Videos, die jetzt hier nicht beeinflusst werden, weil nur weil mir das zur Verfügung gestellt wird, habe ich immer noch meine eigene Meinung dazu. Und wir werden uns das jetzt mal anschauen. Bis jetzt, Switchboard finde ich cool. Da waren alle Produkte bis jetzt ziemlich gut. Und auch der S10 Saugroboter, da lief am Anfang auch nicht alles problemlos. Aber mit Firmware-Updates und App-Updates haben sie es dann hinbekommen. Und seitdem funktioniert er ziemlich zuverlässig. Ja, schauen wir mal in die Box. Ich bin gespannt. Bleibt dran. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier nicht wirklich der Platz, um das anständig mit euch auszupacken, wie man es gewohnt ist. Deswegen machen wir das anders. Ja, ihr seht selber heute andere Perspektive. Und zwar, wie soll ich euch das jetzt sagen? Die Details schauen wir uns gleich natürlich hier an. Aber wir öffnen jetzt erstmal den Karton. Das ist eine Premiere. Dafür schneiden wir den jetzt einmal, ja, wie gewohnt auf. Ich sehe hier, die haben so einen speziellen Deckel entwickelt. Haben wir es. Also, ihr habt gesehen, sogar noch versiegelt. Ich muss aufpassen, dass ich meine Kamera oben nicht runterhaue. Als erstes haben wir hier in der Box eine Anleitung. Das ist schon mal ziemlich cool, kommt mir direkt entgegen. Füllmaterial. Ha, der ist aber niedlich. Der ist richtig niedlich. Ne, meine Hand. Also, da bin ich gespannt. Füllmaterial. Und nochmal eine Box. Okay. Also verpackungsmäßig ziemlich gut. Dann geht es weiter. Füllmaterial. Aber nicht nur Füllmaterial. Da haben wir Seitenbürsten. Ne? Erkennt sie? Zum Saugen. Eine lasse ich schon mal an der Seite, weil eine benötigen wir auf jeden Fall. Und dann kommt hier der Rest. Vielleicht. Der ganze Rest. Ja, es ist auf jeden Fall eine Absaugstation. Die ist jetzt auch nicht so riesig, wie man es gewohnt ist. Ja, wie macht man das denn? Das hebt man einmal hoch, okay. Und die ist jetzt nicht so mega riesig. Wir sehen auch schon das Kabel. Das ist schon mal super. Ja, dann haben wir das jetzt erstmal. Schauen wir uns das Ganze im Detail an. Ich bin gespannt. Ja, Freunde, das ist erstmal der Staubsauger. Darum, wo es eigentlich in erster Linie geht. Und zwar sehen wir ja auch hier in dem silbernen, ihr könnt es besser lesen als ich von meiner Position, wenn die Kamera jetzt keine Fokusprobleme machen würde, K10 Plus Pro Platzhalter. Die müssen wir natürlich entfernen. Dann habe ich gesehen, kann man den Deckel hier auch entfernen. Hier ist der Hauptschalter. Hier haben wir die Staubbox, jetzt auch die Erklärung, wie ihr das Ganze reinigt. Ihr müsst auch den Filter reinigen, den könnt ihr auch unter dem fließenden Wasser reinigen und wieder einsetzen. Ich nicht auf, ist egal. Okay, das ist einmal die Oberseite. Hier haben wir die Unterseite. Hier kommt jetzt die Seitenbürste dran, die wir hier auch bekommen haben. Hier so ein kleines bisschen und dann haben wir das große, so wie das halt immer ist. Ich gehe davon aus, dass hier vielleicht der Akku drunter sitzt. Wir haben Sensoren. Erstmal die Bürste. Einfach hier draufklicken. Wir haben hier dreimal diesen Fallsensor. Der erkennt natürlich auch schwarze Teppiche als, ja, dreimal, 1, 2, 3. Der erkennt natürlich auch schwarze Teppiche als Loch, weil er weiß ja nicht den Unterschied. Ist aber auch nicht schlimm, weil zum Beispiel beim S10 haben sie es in der App hingekriegt, dass man schwarze Teppiche und schwarzen Boden halt markieren konnte. Da ist aber wichtig zu sagen, macht das nicht zum Spaß, nicht, dass der euch irgendwo runterfällt und dann ist er kaputt. Wir haben wie immer hier zwei flexible Räder mit einer Gummierung und Profil.
Das ist schon mal ziemlich schön. Die Rolle finde ich super, weil die kam auch schon als Saugrolle bei den S10 zum Einsatz. Das ist hier eine Silikon- oder eine Gummirolle, komplett mit Gummilippen. Und dann saugt er das hier ein in den Staubbehälter. Hat ja eine Rückschlagklappe, muss er ja. Natürlich hat er eine Rückschlagklappe, das ist auch gut. Ja, was sehen wir denn noch hier? Eigentlich nicht viel. Die Rückseite, ich weiß nicht, das ist irgendwie Infrarot. Sieht das aus, als ob da irgendwas mit Infrarot passiert. Hier steht Push. Das ist wahrscheinlich für die Absaugstation. Das sind die Ladekontakte. Einer von diesen beiden Öffnungen hier ist dafür da, dass der halt atmen kann, der Sauger. Wir haben den Sensor für die Seite, auch Infrarot. Und ich glaube, das hier ist vielleicht der Unterschied, dass der hier vielleicht vorne ja auch irgendwie gucken kann oder so. Also der S10 hat ja vorne Kamera und sowas. Ich weiß nicht, also eine Kamera könnte ja jetzt hier nicht drin sein, weil das ist ja auch, das sieht nach Infrarot aus. Okay, dann steht hier noch Switchbot Silent Tech. Also der S10 ist für seine Saugleistung und der saugt wirklich gut. Ich glaube 6500 Pascal. Aber wir haben ja auch noch hier Papiere. Ich werde da mal kurz reinschauen, vielleicht werde ich dadurch schlauer. Ansonsten blende ich euch das entsprechend ein, wenn ich die Infos dann habe. Ja, Switchbot findet ihr natürlich auf Facebook, Instagram, auf X, hier ist immer noch Twitter. Wahrscheinlich haben sie davon so viele noch, dass sie erstmal aufgebraucht werden müssen, weil die gehen ja auch ziemlich ökologisch mit den Dingen um. Und Switchbot auf YouTube, eine Garantiekarte, einmal hier einscannen, QR-Code für Informationen dazu. Dann haben wir hier eine Gebrauchsanleitung und ja, hier halt Altpapier, was man hier halt alles so braucht. Irgendwelche Informationen. Sicherheitsinformationen und eine Schnellstartanleitung. Hier bekommt ihr die App, die habe ich euch zigmal gezeigt. Schaut sie euch nochmal an. Da kann man den einfach hinzufügen. Da steht, wenn ihr den bekommt, das ist ganz wichtig zu sagen, wenn die Batterie weiß ist, beziehungsweise die weiße Lampe hier vorne leuchtet, das ist immer hier bei den Saugern in der Power, in dem Power-Button. Wenn sie weiß leuchtet, habt ihr maximal 15% und ist sie orange. Das heißt natürlich Warnung, Warnfarbe, dann ist sie unter 15%. Dann müsst ihr den natürlich auch da drauf schieben, aufladen am Anfang, damit der dann auch entsprechend funktioniert. Mein S10 zum Beispiel, der war komplett entladen, den musste ich selber auf die Ladestation justieren, aber seitdem ist das auch kein Problem. Hier haben wir erstmal die Absaugstation. Ihr seht, sie ist ziemlich groß, oben Switchbot. Das ist die Rückseite. Hier haben wir die Möglichkeit, das Kabel aufzuwickeln. Das ist der Boden. Und dann können wir hier das Kabel so aufwickeln, je nachdem, damit das dann hinterher nicht in der Bude rumfliegt. Hier an der Seite, irgendwie, das sieht aus und einfach nur nach Optik ist das, hat keinerlei Funktion. Auf der anderen Seite haben wir das Gegenstück davon. Das hat natürlich die Funktion, irgendwie zu saugen. Hier auf der Rückwand soll ja natürlich Folie sein, wurde mir gesagt, aber hier ist keine Folie drauf. Ist auch nicht schlimm. Das hier ist mit Sicherheit wieder eine LED-Leiste, die uns dann zeigt, es lädt auf, es funktioniert. Hier sehe ich gerade was ganz Interessantes. Das ist der Absaugkanal. Hier fährt ja der Sauger hinterher drauf. Und hier wird ja der Staub eingezogen hinterher. Dann sitzt er ja hier so drauf, zieht den Staub ein. Und der landet dann in dem Kanal natürlich und wird dann hochgezogen bis zum Beutel. Und den schauen wir uns mal an. Aha. Da haben wir einmal einen Beutel. Was haben wir hier noch? Und noch Ersatzteile bzw. weiteres Zubehör. Und zwar haben wir hier einmal diese Feuchttücher. Da sind 30 Stück drin. Das sind Einwegtücher. Dafür haben wir aber auch die Platte. Da haben wir einen Ersatzluftfilter. Staubbeutel für die Absaugstation. Haben wir insgesamt 2 Stück. Ja, ist okay, ist auch leicht einzusetzen. Machen wir gemeinsam. Ist jetzt auch nicht so schwer. Und dann ist hier noch eine Sache. Die zeige ich euch noch mal kurz, bevor ihr es sucht. Und zwar, das ist der Deckel. Und hier ist zum Bobben der Aufsatz, ja, wo ihr dann hinterher die Platte draufsetzt, beziehungsweise das Wischtuch. Ne? Das wird dann hier oben aufbewahrt. Hier steht, ihr sollt natürlich mobben. Und No-Go-Areas setzen, das heißt Bereiche, wo er nicht hinfahren darf. Ja, er darf zum Beispiel nicht über den Teppich fahren, zeigen sie hier. Und dann könnt ihr moppen.
Ja, das heißt, ihr müsst erstmal eine App setzen, wo ist ein Teppich, und den Rest kann er dann mit dem feuchten Tuch abwischen. Okay, aber wenn ihr jetzt sagt, meine Küche hat ja nichts, dann kann ich den mal kurz da durchfahren lassen, weil man kann ja auch einzelne Räume auswählen. Jetzt wären wir noch hier oben. Ihr seht, hier ist, ach guck mal, hier ist noch was zum Reinigen. Ein Pinsel, auch ganz praktisch. Hier ist, hier kommt die Luft raus. Ja, er zieht ja hier oben durch den Staubkanal das ein. Hier ist ja eigentlich der Beutel. Und damit hier kein Über- oder Unterdruck entsteht, haben wir dann hier nochmal einen Luftauslass mit einem kleinen Filter. So, das soll bis nach unten durchgeschoben werden. Ah, jetzt hat das. Und natürlich hier glatt und kein Beutel einklemmen. Könnt ihr ja auch hier so ein bisschen größer machen. Und dann liegt er ja hier drin. Ja, das ist dann die Absaugstation. Die haben eigentlich hier oben auch eine Erkennung, wenn das auf ist. Finde ich schon mal ganz praktisch. Und was ich euch noch mal zeigen wollte, ist der Größenvergleich vom K10 Plus Pro. Auch der Plus hat dieselbe Größe wie zu dem S10. Ja, ihr seht es selber, die Absaugstation hat einen Höhenunterschied, so von der Stellfläche in etwa identisch, würde ich jetzt mal sagen. Der Sauger ist um einiges größer. Wartet mal, ich muss ihn mal kurz ausschalten. Das ist übrigens eine magnetische Platte. Wir haben hier mehrere Magnete. Ziemlich coole Idee. Ich schalte den mal aus. Und wenn wir den jetzt mal hier draufstellen, ihr seht, da ist schon ein Höhenunterschied, ein Größenunterschied. Ne? Haben wir den davor, da ist die Höhe schon mal eine ganz andere. Und das macht ihn klein und sehr kompakt. Und er ist noch mal eine Stufe leiser als der große Bruder. Das ist auf jeden Fall schon mal wirklich hervorzuheben. Der ist ja schon wirklich leise und hat eine krasse Saugleistung. Da bin ich sehr erstaunt drüber und immer noch vollkommen zufrieden mit dem Gerät seit dem letzten Update. Der ist aber ziemlich kleiner, kommt besser in die Ecken und ist noch mal eine Nummer leiser. Also das ist echt phänomenal. Ich hatte noch nie so leise Saugroboter gesehen. Ich habe ja auch schon einige ausprobiert, habe aber auch in anderen Haushalten mal welche gesehen, und ich muss sagen, der ist leise, aber er ist noch leiser, und das ist schon mal cool, weil das gefällt mir. Die Lautstärke kann schon sehr ablenkend sein bei gewissen Tätigkeiten, wenn ihr euch konzentrieren müsst, was lesen möchtet. Da kann der ruhig im Nachbarzimmer ein bisschen rumfahren. Das hört ihr niemand, vielleicht gar nicht, je nachdem, was ihr für Türen habt oder sonstiges. Gut, ja, Freunde, ich habe mir überlegt, wir werden das Ganze jetzt hier in dem Flur einmal ausprobieren. Und zwar aufgrund dessen, da er ja mit seinen 3000 Kilopascal ziemlich leise saugt, aber auch schön in die gesamten Ecken rein kann. Und dieser Raum hat sehr viele Ecken. Und auch so ein paar kleine Hindernisse etc. Ich werde dann auch nochmal ein bisschen Dreck verteilen, ein bisschen Licht ist schon rum, weil ich habe hier ja einen Läufer hochgehoben. Jeder kennt es, man kann auch so viel saugen, wie man möchte, da bleibt immer Dreck liegen. Ein bisschen was ist vorhanden, ist kein Ding. Wir müssen jetzt erstmal den Sauger einrichten. Der ist jetzt auch nicht schwer, ungefähr 2 Kilo. Und hier werden wir auch noch mal sehr gut sehen können, wie der Abstandssensor für die Wände arbeitet, so ob er auch wirklich an dem langen Stück den Abstand auch gleichmäßig einhält. Das können wir einmal sehen. Dann hat er ja noch den Laser, der ja hier vorne auch noch mal alles erfassen soll. Das schauen wir uns noch mal an, ob das gut funktioniert. Und ich bin da sehr gespannt, wie die Seitenbürste arbeitet. Hier haben wir ja die Silikonbürste. Schauen wir mal nach. Wir werden den jetzt erstmal verbinden. Das machen wir wie immer gemeinsam. Und wir starten jetzt erstmal gemeinsam hier die Bildschirmaufnahme. Und um jetzt den Sauger erstmal hinzuzufügen, gehen wir oben auf das Plus. Er ist noch ausgeschaltet. Und jetzt gehen wir hier auf Gerät hinzufügen. Während des Zeitpunkts, wo ich das mache, ist er ja noch nicht verfügbar. Ich gehe davon aus, dass wir den hinzufügen können als Switchpod K10, den wir ja hier unten, Mini-Staubsauger K10 Plus. Der hat halt ja andere Art. Der neue Staubsauger K10 Plus, der ist auch natürlich mit euren anderen smarten Plattformen kompatibel wie Google Home, Amazon Alexa, IFTTT, Siri Short. Katz, und ich glaube, früher war das sogar noch Clover. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Und mit Clover habe ich auch noch nie ausprobiert. Wir müssen jetzt erstmal, ihr seht es im ersten Schritt, den On-Off-Schalter, also den Schiebeschalter. Dafür müssen wir hier die Faceplate einmal lösen. Schmeiß weg. Dafür haben wir ja hier oben nochmal eine Markierung, einen Sticker, wo wir den öffnen dürfen. Und dann müssen wir den hier einmal anmachen. Steht auch hier nochmal geschrieben, schön als Sticker, als Einführung. Das finde ich schon mal sehr gut. Und wenn wir das gemacht haben, setzen wir den Deckel drauf
Und der ist ja mit Magnete ausgestattet. Und dann müssen wir hier die Power-Taste erstmal drücken, 5 Sekunden. Und dann fängt sie auch schon an, weiß zu leuchten. Und jetzt leuchtet sie halt, bis es einen Ton gibt. Also sie geht an und aus. Ziemlich geschmeidig, sieht schön aus. Er redet kurz mit uns. Jetzt müssen wir hier einmal auf nächsten Schritt tippen. Und wir sollen jetzt beide Tasten drücken für auch 5 Sekunden. Und dann fangen beide an zu blinken. Wi-Fi Reset. Und das blinkt jetzt ganz schnell. Und dann gehen wir hier auf nächsten Schritt. Und wir sehen schon, er hat den Staubsauger gefunden, K10 Plus Pro. Das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich unsere WLAN-Informationen hinterlegen. Nochmal eine kleine Information vorab. 5 GHz oder 6 GHz funktioniert nicht. Also nur 2,4 GHz. Sollte es zu Problemen kommen bei der Einrichtung, solltet ihr vielleicht mal die mobile Daten deaktivieren auf eurem Smartphone und im Router 5 und 6 GHz Frequenzen deaktivieren, sodass nur die 2,4 GHz Frequenz für die Einrichtung aktiv ist. Anschließend nach der erfolgreichen Einrichtung könnt ihr die anderen Signale einfach wieder aktivieren. Läuft ohne Probleme. Oben ist der Name des WLANs. Normalerweise ist es ausgefüllt. Und unten halt euer Passwort, Sonderzeichen, Großschreibung, Kleinschreibung, alles beachten und dann auf nächster Schritt. Und wir sehen, es blinkt immer noch, zum Glück, sonst hätte ich da wieder drauf drücken müssen. Er erstellt jetzt ein eigenes WLAN. Mein Smartphone fragt jetzt gerade, da ist was, soll ich mich verbinden? Ja, verbinde mich. Jetzt machen die gerade, ja, unterhalten sich über ein selbst erstelltes WLAN von Robot. Jetzt werden Daten ausgetauscht. Und wenn das dann alles erfolgreich ist, da kommen noch ein paar Punkte dazu, dann ist er eigentlich schon fertig für die Einrichtung. Und dann können wir gleich hier mit dem Kartografieren anfangen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die dieser Sauger hat. Einmal nur die Kartografierung und direkt die Kartografierung mit Saugen. Ja, dass er dann in einen Abwasch Karte erstellt und saugt. Jetzt können wir hier auf Beginn der Nutzung gehen. In der oberen Zeile können wir den Kollegen einen Namen geben. Und dann können wir noch sagen, ich habe hier verschiedene Räume angelegt. Habt es nicht, könnt ihr unten auf Plus Raum erstellen, euch eure Räume hinzufügen. Bei mir ist es hier der Flur. Und dann gehen wir anschließend auf Weiter. Jetzt sagen sie zu mir, ich soll auf jeden Fall die, das ist noch ein bisschen doof übersetzt, das stimmt. Wir sollen auf jeden Fall die Absaugstation jetzt einstecken. Also sie muss für die Einrichtung ausgeschaltet sein, sonst funktioniert das Ganze nicht, weil dann würde er das Signal erfassen und drauf fahren. Jetzt den Stecker rein und wenn sie an ist, dann leuchtet hier vorne die Leiste weiß und dann können wir den auch schön an die Wand stellen, dass wenn er jetzt hier schieben würde, der Staubsauger, der macht Druck nach hinten, dass er die Station nicht wegschiebt und das Ganze auch funktioniert. Darauf bitte einmal achten. Dann gehen wir auch weiter. Jetzt sagt er uns, wir müssen jetzt erstmal die Erstbenutzung einrichten. Wir benötigen Zugang zu allen Räumen, dass wir überall alles öffnen. Socken, Schlüpfer, Tanga, Mülltüten, Ladekabel, alles aus dem Weg räumen. Alles, was so Hindernisse darstellt. Das habe ich hier natürlich nicht das Problem. Ihr müsst einmal vorher halt eure Wohnung ablaufen und alles, was da ist, entfernen. Alle Türen öffnen, sodass er jedes Zimmer kartografieren kann. Das werden wir heute nicht machen. Wir beschränken uns ausschließlich auf diesen Raum. Später kommt hier noch ein kleiner Teppich hinzu. Dann schauen wir nochmal weiter. Dann haben wir noch die Möglichkeit, einen Nicht-Stören-Zeitraum zu aktivieren. Die Zeiten können wir auch entsprechend selber anpassen in den Einstellungen des Saugers. Hier hat er sie automatisch schon 22 bis 8 Uhr aktiv. Daran bitte denken, sollte das falsch für euch sein, schaltet das aus oder passt euch das an. Dann gehen wir auf Fertigstellen und wir sehen schon, ich habe ihn schon mal ausprobiert. Er hat schon mal eine Karte erstellt. Wir sehen unten so ein X, da hat er einen Bürostuhl gesehen und da hat er auch entsprechend seinen Job gut gemacht. Nur möchte ich mit euch heute hier den Flur ausprobieren, weil ich nämlich möchte, dass er auch wirklich die Ecken einmal richtig demonstriert und wir mal schauen, wie das Saugergebnis anschließend halt auch ist. So, das, was ich für euch jetzt hier vorbereitet habe, das ist einmal, dass wir hier vorne einfach in den Ecken, ja, da werden wir auch noch was hindonnern, ne, ihr seht es ja, viel kleiner Staub und auch großer Staub und schön in die Ecken. Ja, weil das soll ja seine Stärke sein, aufgrund des kleinen Durchmessers, dass der gut saugen kann. Und das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Jetzt kurze Raumübersicht. Manche kennen den kleinen Flur. Hier habe ich auch nochmal was schön hingestreut. Das habe ich alles aus meinem Handstaubsauger genommen. Ja, da ist ja noch allerhand drin. Und hier ist die Station. Da haben wir eine Tür.
Hier haben wir eine Tür, dort ist eine Tür und dann haben wir da hinten nochmal drei Türen. Ne? Drei an der Zahl. Und fangen wir mal hier an mit dem Kartografieren. So, ich bin jetzt soweit. Ich habe jetzt diese Tür für euch unten gesperrt. Da habe ich einfach einen Karton hingestellt. Und wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Nach der kleinen Vorbereitung. Weil nach der kleinen Vorbereitung nehme ich den jetzt und stecke den eben auf die Station. Ihr könnt schon auf dem Bildschirm sehen, was los ist. Charging, er lädt auf. Und ich gehe jetzt hier einmal auf Schnellkartierung. Und dann schauen wir mal nach, was passiert. Ich gehe jetzt mal hinter die Kamera. Und so entspricht das jetzt unserer Perspektive. Okay, wir können das Ganze hier benennen. Wir können jetzt... Bitte wählen Sie einen Raum aus, ja, und dann können wir hier umbenennen und dann können wir das hier auch Flur nennen, wenn das jetzt nicht hier steht. Gehen wir mal drauf, Flur, und können das einmal speichern. Das ist schon mal ziemlich cool. Jetzt gehen wir unten rechts nochmal auf Speichern, dann bestätigen wir das. Wenn wir mehrere Räume haben, können wir die dann auch einzeln antippen, dass er dann einen Raum nach dem anderen macht. Gut, jetzt schließen wir einmal die App, dass da dieser irritierende Bewegungspfad nicht mehr zu sehen ist. Haben wir nochmal Robot. Nein, das ist der Minicard 10 Plus. Und jetzt sehen wir, das wurde jetzt geändert. Das entspricht jetzt so, wie es sein soll. Jetzt können wir zum Beispiel hier unten sagen, Standard, leise, Start, Max. Max ist ja trotzdem noch ziemlich leise. Ich werde ihn auf Standard fahren lassen. Und machen wir uns mal unser Bild, wie das passiert. Also wir lassen es auf Standard und können sagen, saugen. Da haben wir. Und hier wollen wir mal gucken, was Sache ist. Das interessiert mich. Schafft er das? Ja. Ah, da hat er noch was liegen lassen. Jetzt ist er auch weg. Ja, nice. Was passiert jetzt? Wenn wir jetzt die Karte angucken, hat er noch zwei Bereiche. Und zwar oben links. Da fehlt noch so ein Stück, wo er noch nicht gefahren ist. In der Hoffnung, dass dort nochmal alles schön gereinigt wird. Und auf der linken Seite der Absaugstation, da müsste er jetzt noch so ein bisschen fahren, da wo er jetzt gerade zu Gange ist. Ja, die App hat er schon gut gemacht. Gar nicht. Ich kenne bisher nur Staubsauger, die eine ausfahrbare Seitenbürste haben, die das vielleicht können. Aber aufgrund des kleinen Durchmessers scheint er das wohl auch hinzukriegen. Das ist ein Kunststück. In den Ecken zweimal gewesen. Okay, das hier, das ja, ist halt ein Konstruktionsfehler, das hat nichts zu sagen. Das ist was anderes. Hier hatten wir Stau. Ist okay. Hier, die ist ziemlich negativ, die Ecke. Aber kann ich nicht meckern. Kann ich nicht meckern. Also besser hätte der Große ist auf gar keinen Fall hingekriegt. Der hat zwar mehr Power, aber kommt nicht so gut in den Ecken. Ja, nice.
Jetzt hat er den Staubwälder leer gemacht. So, die Aufnahme startet. Wir werden jetzt mal die Teppiche in meinem Arbeitszimmer mitsaugen lassen. Er darf sich jetzt mit meinem verwinkelten Chaoszimmer hier rumärgern. Ach, hat er hingekriegt. Ihr kennt das Zimmer. Da sind allerlei Ecken, Stühle, Bereiche, die jetzt nicht so cool sind. Ich lasse ihn die Karte erstellen und dann schauen wir uns das mal an, wie er hier arbeitet. Ja, Freunde, die Karte ist jetzt erstellt. Und so sieht eigentlich alles einigermaßen richtig aus. Lassen wir das einfach mal so stehen. Aktualisieren das, gehen auf Bestätigen. Dann haben wir das jetzt erstellt. Was ich jetzt nochmal machen wollte, ist Karte bearbeiten. Und da können wir einen Bereich teilen. Und zwar können wir hier auch eine Linie erstellen. Teilen, bitte wählen Sie den Raum aus. Teilen. Und dann können wir hier eigentlich eine Linie erstellen. Ist sogar schon ziemlich richtig. Gehen auf Speichern, bestätigen und dann hätten wir jetzt hier zwei Räume. Da können wir einmal den hier, was haben wir hier für einen Namen? Arbeitsraum bestätigen und den hier können wir. Dann haben wir noch einen Reinigungsplan, den wir erstellen können. Reinigungszeiten einmal, zweimal, dreimal. Reihenfolge können wir machen und den Saugmodus. Und wir drücken jetzt auf Saugen und schauen mal zu, wie er anfängt, das Arbeitszimmer zu saugen. Okay, macht er jetzt auch. Diesen kleinen Ausflug verzeihen wir ihm mal, aber ist ein bisschen unlogisch. Hier war die Grenze, die ich manuell gezogen habe. Und dann haben wir ja hier... Eigentlich sollt ihr darauf achten, keine Kabel irgendwo liegen zu haben. Aber das passt. Hat er hingekriegt. Sehr schön. Gleich schauen wir uns mal an, wie er den Bereich jetzt saugen würde mit dem Bürostuhl, der da steht. Weil bei der Kartenerstellung war der Stuhl ja ganz woanders. Zufällig steht er jetzt im Raum und eigentlich sollte er gleich problemlos dahin fahren. Okay. Wow, also auch ziemlich gut. Er passt zwar nicht, wie angekündigt, unter dem Stuhl durch. Er kommt halt auf den Stuhl an, aber trotzdem, wenn man beachtet, wie die Seitenbürste, die geht wirklich überall entlang. Das finde ich super. Also kann man nicht meckern. Okay, da muss man halt ein bisschen, war ein bisschen zu brutal, aber okay, ist halt so. Also vom Geruch her sind sie schon angenehm. Ja, wir müssen jetzt erstmal den Sauger kurz hier wegnehmen. Müssen wir sowieso gleich, weil sonst kriege ich den Deckel hier gar nicht auf. Wir brauchen ja diese Platte und hier sagen sie uns, wie das geht. Install Original Mopping Clothes Intel General. Aha. Sieht easy aus. Wir haben jetzt hier so zwei Flügel.
Man darf nicht über den Teppich. Das heißt, ihr müsst den schon die Zone setzen, wo er mobben darf. Also das finde ich. Das finde ich schon ein bisschen. Bisschen tricky. Also wir müssen hier das Wischtuch hier einmal so einhängen, bis man hier den Stift sieht. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Auch einhängen, bis man den Stift sieht. Wieder so zusammenziehen. Dann soll das einmal hier rum. Ja, dann haben wir hier und dort hier so ein Klettverschluss. Ja, dass das hier mit den Ecken an den Klett ist. Es ist jetzt nicht schön. Und dann haben wir ja den Sauger. Und dann hatten wir ja hier die Nasen. Aufrufen des Wischmodus. Und dann checkt er das schon. Okay. Da Packung wieder richtig verschließen. Jetzt muss ich mein Smartphone holen. Jetzt ist die Option Wischen unten in der Zeile aktiviert. Neben dem Aufladen haben wir Wischen. Oh. Zieht er sich das hier so hinterher. Ja, hier ist nass. Sehr leise. Er fährt jetzt erstmal die Außengrenze lang, wo er lang soll. Aber okay, Feuchtstaub wischen. Aber so als richtiges Reinigen würde ich das jetzt eher nicht bezeichnen. Ja, wir sehen es, erwischt. Es bringt vielleicht auch was. Aber richtig wischen ist natürlich was anderes. Das ist eher so wie von der Firma Swiffer. Also jetzt nichts Dolles. Wenn ihr jetzt nicht sagt, ja, ich habe nicht viel Dreck und so, dann ist das schon okay. Fährt er da erstmal drauf. Aufladen. So, das ist ja alles schön und gut. Jetzt nehmen wir den hier weg. Das sind die Wischtücher. Drehen den einmal um. Naja, doch, guck mal, das hat schon was gebracht, obwohl er vorher gesaugt hat. Ihr hört, es gibt auch deutsche Sprachpakete. Habe ich installiert. Es hat schon ein bisschen was gebracht, aber jetzt hier so mega krass sehen tut man hier nichts. Ja, Freunde, also der kleine Roboter, da muss ich sagen, was ich cool finde, ist halt hier der Abstandssensor, dass er hier vorne nochmal scannen kann, dass er ziemlich leise ist, aber trotzdem auf der höchsten Stufe leise sein kann und 3000 Kilopascal an Saugkraft entwickelt. Das finde ich schon mal cool. Auch hier wieder, wie bei den anderen Modellen, die magnetische Platte, die man hier hat, wo da drunter der Hauptschalter zu finden ist, das finde ich gut. Er ist wirklich ruhig beim Saugen, also beim Wischen sowieso, das ist ja einfach nur so ein feuchtes Abwischen mit so einem feuchten Tuch. Ja, die Düse, wie gesagt, beziehungsweise die Bürste, die ist ja hier aus Silikon. Haare haben wir jetzt hier keine drin, das finde ich schon mal praktisch. 1, 2, 3 Fallsensoren, das macht es halt auch aus. Ja, also das Einzige, was mir hier fehlt, das ist ein wiederverwendbares Wischtuch. Das wäre cool. Aber ich sag mal, für die Preisklasse ist das jetzt nicht unüblich, dass der halt jetzt nicht so pro wischen kann wie dieser große S10, den ich letztes Mal getestet habe. Der war ja natürlich der geilste Staubsauger bis jetzt, den ich hatte. Der hat selber erkannt, wo Teppich ist und wo Hartboden ist. Er kostet aber auch das Doppelte. Hier muss ich sagen, aufgrund der kleinen Größe kommt er auch wirklich in eine Ecke rein und hat, während er gesaugt hat, das waren ja einmal eine Runde, einmal gerade, einmal quer und dann nochmal eine Runde. Das heißt, er hat viermal denselben Bereich befahren, aber die Ecken nur zweimal, weil er macht die Außenbereiche ja immer separat und dann fährt er eine Innenlinie und er hat halt zweimal die Ecke gereinigt und dann war sie aber auch wirklich vom kompletten Dreck und Staub befreit. Und das ist einmalig. Das kann der Große nicht. Er hat seine Daseinsberechtigung. Er kommt in Ecken unter niedrigen Möbelstücken und sonstiges hindurch. Das stimmt wirklich und das finde ich gut. Die Kartenherstellung ist ziemlich einfach.
Bei mir kriegt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Der Link ist zu dem Produkt unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch die anderen Produkte. Ich habe übrigens auch eine Playlist mit allen Switchbot-Produkten, die ich getestet habe. Da sind nur so zwei, drei Sachen, die habe ich nicht getestet. Wie zum Beispiel das Schloss, das war bei mir leider nicht zu installieren. Und da war noch was, den Ventilator, den smarten, den gibt es in Deutschland immer noch nicht. Den hätte ich gerne mal ausprobiert, vor allem bei dem Wetter. Und den Jalousiendreher, den automatischen, womit ihr dann Jalousien auf- und zudrehen könnt für den Innenraum an Fenster. Das habe ich leider auch nicht, habe keine Jalousien. Dafür habe ich aber alle drei Generationen der Vorhangmotoren getestet. Der Curtain Bot, keine Ahnung. Und von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und Link, wie gesagt, dazu in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ich konnte dir den ein bisschen vorstellen. Es hat Spaß gemacht, den auszuprobieren. Und vielen Dank an Switchbot für dieses tolle Produkt zum Ausprobieren. Und viel Spaß.